Da hat er gehupt, habt ihr das gehört? Dippa, warum haben sie eigentlich so einen kleinen Haufen auf dem Kopf? Was für ein Haufen? Ich glaube, der Herr Stark. Aber Herr Stark seiner sieht ein bisschen, ja, besser aus, sag ich mal. Ne? Also von der Konsistenz her. Warte, Blick. Besser, Herr Blick. Warte ja, mal. Besser. Also, was Shepard kann, das kann ich natürlich auch. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo. 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 Schreiben. Deine Kollege. Wer denn bei der Fahrt ins PD so neben ihr sitzt, hinten und wer nicht und etc. Okay, also. Hallo. Haben Sie Feuer nochmal für mich? Herr Shepard? Ja. Kommst du noch mit dem raus? Wir können. Ups. Wie heißen die an? Weil vielleicht wir können auch hier hinten raus. Das ist gut. Wenn man sich Namen merken kann, würde ich Ihnen ja, sagen. Ja, es kann sein. Naja, Einstellungen liegen. Der entführt mich jetzt. Irgendwann habe ich eine gebrochene Nase wegen den Scheißtüren. Ja, wie soll ich das jetzt erklären, Herr Shepard? Ich wusste einfach nicht, an wen ich mich wenden soll. Ja. Und ich habe gedacht, Sie haben eigentlich immer ein offenes Ohr. Ja, selbstverständlich. Jetzt ist das folgendermaßen. Ich bin ja jetzt längere Zeit nicht im Dienst gewesen. Sie wissen ja, ich mache wahnsinnig viel Urlaub, ne, auf Malle und sowas. Dann bist du Brown, Chris Brown und so. Also, Sie haben gut Farbe bekommen, ja, das sehe ich. Ja, auf jeden Fall kam ich eben gerade wieder. Ja. Und ich hole mein Dienstfahrzeug raus. Also eins, was ich eigentlich auch nie fahre, weil eigentlich fahre ich ja Porsche. Und wer ist der? Hallo, Herr O'Connor. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall ist in dem Kofferraum von meinem Fahrzeug. Und ich schwöre, so war ich angestellt habe, dieses LSPD. Er hat doch kein Geld mehr, oder? Dass ich nicht weiß, wie es da hinkommt, warum ich das habe. Und also, ich schwöre, Herr Schäfer. Ja. Fakt ist, ich habe es. Was haben Sie? Und ich weiß nicht, warum ich das habe. Und ich weiß nicht, was ich damit gerade machen soll. Ja, weiß ich nicht. Was haben Sie denn? Also. Ja, also, da themen wir uns natürlich für besondere Notfälle auf. Das können Sie bei mir gerne in meinen Kofferraum legen. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ist gar kein Problem. Legen Sie das einfach bei mir. Ich packe gleich vorne ein Auto auf. Mir na? Ist nicht bewusst gewesen, dass es sowas in unserem Staat überhaupt gibt. Ja, gibt's eigentlich auch nicht. Ist ja auch gar kein Problem. Das können Sie bei mir einfach in den Kofferraum legen. Ich verwahr das dann so lange. Scheißdreck mach ich. Nicht? Was tue ich damit? Ja, wir können ja gleich mal auf dem Örtchen fahren. Na, und dann können Sie, wie viel Munition haben Sie denn dafür? 19! 19. Ja gut, dann müssen wir irgendwo... Shepard. Ja, wir müssen mal... Trend? Ja, wir müssen, Herr Blake, wir haben einen wichtigen Einsatz, wir vier. Wir müssen jetzt okay. Nämlich, wir brauchen Shepard, wir können das nicht machen. Ja, dann machen Sie, ja, dann legen Sie das in irgendein Auto und verkaufen das. Wissen Sie, wie gefährlich das ist, dass wenn das in irgendeinem Auto liegt? Ja, Sie sollen das in das Auto verkaufen. Das müsste irgendjemand zerstören in der Mitte, ach so. Ja, aber dann hat der Autohändler das. Sollen wir das in der Savatenkammer tun, Helle? Glaube ich nicht, dass das in die Asservatenkammer passt. Das passt denn? Nicht in die Asservatenkammer. Das passt nicht. Ich weiß nicht, wie das in mein Auto kommt. Ich schwöre auf meine Dienstmarke, ich weiß nicht, wo es herkommt. Das kann jetzt sind Sie in irgendwelche illegalen Machenschaften verwickelt. Nein, ich schwöre, nein. Natürlich, ich war im Urlaub seit 400 Jahren. Da war ich zwei Tage da und davor war ich im Urlaub. Da war ich zwei Tage da und davor war ich im Urlaub. Und ich habe das nicht aus dem Urlaub mitgebracht. Wo waren Sie im Urlaub? Auf Malle. Da wirst du nämlich Brown. Und bist du Brown, kriegst du Frauen. Klappt nur nicht. Ich werde nicht Brown. Deswegen habe ich keine Frauen. Und dann hätte der Zoll mir das her abgenommen. Ja gut, aber vielleicht wollten Sie mal eine Frau beeindrucken mit dem langen Rohr. Was denn für ein langes... Ich weiß nicht, wo es herkommt und was ich damit tue.
Oh. Ja, ich hätte gesagt, gut, da hätten wir mal, ja, weiß ich nicht, irgendwo das vernichten können, aber also bei 19 Dingern, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Bei 19? 19? Ja. Sag mal, wollen Sie sich für einen Krieg ausrüsten, Herr Litt? Nein, ich will das gar nicht haben! Ach, wirklich, haben wir eine Razzia? Haben wir noch eine Razzia irgendwie bei dem Platz oder so? Nein, weiß ich nicht. Ja, schwierig. Also, mir würde nur einfallen, in die Asservatenkammer zu tun. Also, ich blitz ja heute auf dem Highway. Ja, warte mal. Blitzer ist schwierig. Die sind, Nee, ich blitz damit. Ach so. Hm. Ach so. Ja. Jeder, der zu schnell ist. Als die Rakete. Wenn einer zu schnell ist, wird er gestoppt. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Asservatenkammer. Dann nehme ich mal meine Hände nach oben und dann das ist eine gute wird Idee. Das da ganz sicher in der Asservatenkammer. Ja, richtig. Dann gehen wir einmal rauf. Oh Mann. Aber der Raketenwerfer in der Tasche. Und trotzdem wäre es interessant zu wissen, wo der herkommt. Das wissen sie wahrscheinlich ganz genau, aber die wollen es uns nicht sagen. Von wegen Malle. Glauben sie, dann hätte ich das ihnen gezeigt, dann hätte ich das irgendwo ja, verschwinden lassen. Ja, eventuell ist ja irgendwie der Verfassungsschutz auf sie zugekommen, ja, weil er das entdeckt hat, wer weiß. Und sie wollen jetzt von sich ablenken, Herr Litt. Der Verfassungsschutz, der mir eine Panzerfaust gibt und sagt, schützen Sie mal unsere Verfassung. Nein, nein, eventuell hat der Verfassungsschutz Wind davon bekommen, dass sie Panzerfäuste in die USA einschleusen. Deswegen bin ich so oft im Urlaub. Richtig. Genau, richtig. Damit es nicht so auffällt. Deswegen auch 19 Stück. 19 mal Urlaub. Da können wir ja aufheben, denn für den Notfall. Legen wir hier in die Asservatenkammer. Für den Notfall. Für den Notfall. Für die nächste Razzia. Was für einen Notfall möchtest du denn haben, dass du das nicht einsetzen kannst? Ja, weiß ich noch nicht. Weg. Weißt du, was mir einfällt? Straßensperre, die sie mal gemacht haben. Ist weg? Ja. Straßensperre meinst du? Die haben Kokainverarbeiter mal. Ist weg. Was war denn da? Haben sie die Straße blockiert voll. Was? Die Zivilisten mit den Autos. Ja, Syndikat, ach Platz. So. Mal gucken nicht, dass ich den in der Tasche habe. Riot-Ding durchbrechen wollten eigentlich. Ja. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht im Auto gefunden. Ich wäre heute hochgenommen worden irgendwo auf Streife. Oha. Und das Ding wäre im Umlauf. Wäre schwierig. Das wäre verdammt schwierig. Gut, aber dann hätten die ja noch ihr Auto knacken müssen für die ganze Munition, ne? Ja, das wäre trotzdem schwierig. Also ich glaube, selbst ohne das Ding hätte, also ohne Munition hätte das Ding zu viel Eindruck geschindet. Also, ich glaube, damit wäre man der King auf der Straße. Ja, stellen Sie sich doch mal vor, da ja, macht da jemand einen Bankraub und dann kommt er da mit der Panzerfaust raus. So, Kollegen, alle mal 1 Kilometer Abstand. Ja, haben wir eigentlich die Rauchgranatenwerfer noch? Ja, die dürfen wir aber nicht benutzen. Die wären mal geil auf einem Einsatz. Die sind ziemlich geil, aber der Chief sagt immer, nee. Ich meine nicht das mit Gas, ne? Ich meine Rauch. Die Rauch. Ja, genau. Dieses Ding, was war, dieser große Granatenwerfer da. Mhm. Ja, der ist geil, aber den dürfen wir nicht benutzen. Der Herr Down sagt nein. Warum? Weiß ich nicht. Wird einen Grund haben. Habe ich kein Mitspracherecht. Bin zu viel im Urlaub. Vielleicht können Sie ja demnächst mal noch ein paar Andenken aus dem Urlaub mitbringen. Also, ich würde gerne mal so eine AK sehen. Kommen Sie an sowas dran, Herr Litt? Ich komme an gar keine Waffen dran. Ja, das ist sicher. Ganz sicher. Ja, irgendwo muss das Ding ja herkommen, ne? Ja, das wüsste ich selber gerne. Unsere Garage ist ja nicht offen für jeden, ne? Das muss ja wohl jemand von der Polizei da reingelegt haben. Ja, bestimmt Akaori. Weiß ich nicht. Ja. Mit dem ich jetzt auf Streife eingeteilt bin, hab kurz überlegt, ob ich in Urlaub fliege. Wieder 4 Wochen Balle? Ja, natürlich. Da kommt er wieder mit was Neuem mit. Also,
Die müssen ja echt gut verdienen, dass sie so aus dem Urlaub fliegen können, Alter. Ich bin pleite deswegen. Ich habe kein Geld. Ich kann mir nicht mal einen Dienstwagen leisten. Ach, deswegen ist er heute in den Dienst gekommen. Ach, deswegen. Ich muss wieder irgendwie ein bisschen was verdienen, damit ich mir den Urlaub auch wieder rausnehmen kann. Ich habe kein... Jedes Mal, wenn ich im Dienst bin, pumpe ich Shepard an. Brauchen sie wieder Bartellet? Ja, ein bisschen. Was brauchen sie denn? Shepard kriegt auch mal gleich was von mir. Mein Porsche ist weg. Ach so, ja. Ja, machen sie mal eine Rechnung. Nein, über was? Ja, machen sie, was sie brauchen halt. Ah, nee, Moment. So viel Geld hat Shepard? $5,000. Oh, jetzt kann ich mir wieder einen Dienstwagen lassen. Hätten sie hätten auch 10 oder so nehmen können. Ja, ich bin ja bescheiden. Nimm auch 5,000, ja, glaube ich. Auf 5.000 klingt super, Herr Shepard. Die haben alle noch Geld, das weiß ich. Woher wollen sie das wissen? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal vermutet. Weil sie nicht so oft in Urlaub fliegen. Ja, vielleicht fliege ich nicht in Urlaub, weil ich kein Geld habe. Genau. Das kann natürlich sein. Herr Shepard ist mein Sugar Daddy, der bezahlt meine Urlaube. Ach so. Na gut. Und die Autos. Unser Deal die ist Waffen. Nur, dass ich Frauen mitbringe. Ja, Frauen und, andere Sachen. Captain Cola. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, eigentlich sollte man denken, dass ich zu alt für Malle bin. Aber ich habe mich da ganz gut integriert. Ich kenne jetzt hier auch, ich sag halt lieber nicht. Also ich meine, ich bin ja durch dieses PD auf die Idee mit Malle gekommen, ne? Also was ich hier für Lieder gehört habe, also bisschen Brown, Chris Brown, kann ich ja vorher auch nicht. Ja, wir sind multikulturell. Ja, das ist richtig. Ich höre zum Beispiel gerne Karnevalslieder. Ist nicht ernst. Doch. Nein, wirklich? Ja, natürlich. Ist nicht ernst. Mann, Alter. Doch, ich bin gestern Abend im Auto gefahren und ich bin und dann lief im Radio Karnevalsmusik und ich war absolut wach und habe mitgesungen. Oh Mann. Die lief einfach so im Radio. Ja. Was denn für Sender? Auf Quainz Live. Nee, Radio Quellen. Dann wundert mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Gut, die trinken ja auch Quölsch, ne? Also von daher. Ja. Das schmeckt gut. Kann ja nicht gut sein.